Hallo Freunde, heute reden wir einmal über die Situation in der Ukraine. Wer gewinnt denn da eigentlich gerade? Wird es besser für die Menschen in der Ukraine? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Sind die Russen kurz davor aufzugeben? Sind sie kurz davor zu gewinnen? Das Problem ist ja, dass in den westlichen Medien es so aussieht, als würden die Russen locker dort auf die Fresse bekommen. Die Ukraine wäre am Gewinnen und es bedürfte nur einiger mehr Waffen und die Russen werden geschlagen, für immer. Die Wahrheit ist ein bisschen anders, so wie häufig, so wie leider viel zu häufig in dieser Welt. Wir haben uns an diese Dinge gewöhnt und denken, dass es total sinnig ist, dass wir uns ukrainische Flaggen aufs Auto kleben und auf die Stirn malen und dass wir europäische Songs-Contests die Ukraine gewinnen lassen, damit wir Solidarität zeigen können. Das ist alles super und natürlich sind wir alle gegen den Krieg und haben wahnsinnige Sympathie und Empathie für die Menschen in der Ukraine. Aber wie sieht es denn nun wirklich aus? Interessanterweise haben einige Realpolitiker letzthin, die gibt es wirklich noch anscheinend, haben sich hingestellt und haben gesagt, dass sie hoffen, zum Beispiel der Kissinger hat gesagt, sie hoffen, dass die Ukraine genauso viel Cleverness mitbringt wie Heroismus. Und er sagt, und der Junge ist ja lange genug im Geschäft, er sagt, die Ukraine sollte sich schon mal damit anfreunden, territorial etwas abzugeben an die Russen, damit sie Frieden erlangen können. Und das ist doch irgendwie gar nicht das, was wir in den Medien lesen können. Die Situation in der Ukraine ist gar nicht so klar, weil ich wohne hier auf Zypern und kenne daher natürlich Russen und natürlich auch Ukrainer. Und ich höre jetzt von den Ukrainern, dass einige wieder zurück in ihr Land gehen. Natürlich nicht in den östlichen Teil, sondern in den Teil eben, der mehr im Westen liegt. Also zum Beispiel Kiew und Ähnliches. Warum ist das so? Es ist so, weil anscheinend, die meisten haben es immer noch nicht begriffen, die Russen wirklich das machen, was sie sagen. Die Russen wollen die Ukraine gar nicht einnehmen, sondern die Russen möchten nur ihren Menschen im Ostteil, also in Donetsk und in Luhansk, beistehen. Möchten das sichern und möchten natürlich, dass am Ende des Krieges auch herauskommt, dass die Krim wieder russisch ist und nicht besetzt. Das ist deren Objective, wie man so schön sagt, und darauf arbeiten die ganze Zeit hin. Sie hatten das versucht durch das Minsk-Akkord im Jahr 2014, 2015. 1 und 2 wurden ja dort beschlossen. Und das möchten sie gerne implementiert haben. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr russischer Flagge. Aber im Endeffekt möchten sie ganz einfach das, was sie damals vereinbart haben, haben. Und die Frage ist, was will denn der Westen? Denn der Westen zündelt immer noch und die ganze Zeit. Der Herr Stoltenberg von der NATO, ja, in der Sendung mit der Maus würde man wahrscheinlich sagen, ist komisch, ist aber so, der hat sich doch wieder hingestellt, weil er so ein friedliebender Kerl ist. Ich habe den noch nie positiv reden hören, noch nie in irgendeiner Art und Weise friedlich reden hören. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, die Russen wären selber schuld, wenn sie jetzt mehr NATO an ihre Grenze bekommen würden. Das ist wieder wie die Henne und das Ei. Was war zuerst, das Ei oder die Henne? Also wir versuchen ja jetzt, wir ist in dem Fall die NATO, wir versuchen jetzt die Finnen und die Schweden noch in die NATO hineinzubekommen, damit die Russen eben unsere Raketen, die NATO-Raketen noch ein bisschen näher
an ihrer Grenze haben. Es ist allerdings so, und das sehen wir in vielen Teilbereichen, dass Einheitsentscheidungen getroffen werden. Das heißt, alle Staaten eines Bündnisses müssen zustimmen. Das gilt einmal in der NATO. Deswegen ist im Moment die schwedische und die finnische Mitgliedschaft und vor allen Dingen die schwedische Mitgliedschaft nicht sicher, weil die Türken sagen, nein, das will ich nicht. Klar, die Türken haben ihr Kurdenproblem und Schweden ist ja der Hort der PKK und daher von den Türken als Terroristenland verschrien. Also die Türken sagen, wir wollen die nicht in der NATO haben. Und die Türken sind natürlich auch, jetzt wird der eine oder andere sagen, echt, sind inzwischen freundlich mit Russland. Normalerweise sind diese beiden Nationen Erzfeinde. Sie haben schon mehrfach gegeneinander Krieg geführt. Und manchmal haut der eine dem einen links auf die Backe und dann haut der andere dem anderen rechts auf die Backe. Also die haben eine lange, lange, wirklich lange, enge Feindschaft miteinander. Und in den letzten Jahren, auch unter dem Druck der Amerikaner, haben diese Türken sich angefreundet mit den Russen, weil sie in vielen Gebieten die gleichen Ziele verfolgen. Sie sind ja durch ihre Geschichte eng verwoben. Es gibt ja viele Staaten, wo es bei uns läutet, oh, das ist doch Ex-Sowjetunion. Und die Wahrheit ist, da wird viel mehr Türkisch gesprochen als Russisch. Jetzt, wenn du dir das anguckst, was wir sehen können in Syrien und in Libyen, da kooperieren die Russen und die Türken schon. Ja, Luftraumkontrolle und ähnliches. Und jetzt, weil die Türken ja unter Attacke sind von den Amerikanern, man gucke sich mal das türkische Pfund an, ja, die sollen ja auf Linie gebracht werden und der Diktator Erdogan soll sich ja verabschieden. Ähnliches ist ja auch in Russland zu sehen. Der Diktator Putin soll weg und Russland ist unter Attacke des Westens. Die Wahrheit ist nämlich, dass nur ca. 20% aller Staaten diese Sanktionen gegen Russland mittragen. Das ist ja genau das Problem. Die Russen beispielsweise hatten im letzten Monat Rekordverkäufe in Öl und Gas. Rekordverkäufe. Sie haben jetzt schon ca. 60% ihres Staatshaushaltes für das Jahr 2022 gesichert. Also mehr als geplant. Und wenn wir uns das alles so angucken, ich kann gar nicht sehen, was jetzt wirklich für die Russen schlecht läuft. Ich meine, unabhängig von den Empörungskultur gesteuerten Menschen, die laut schreien und jetzt jeder Russen hassen muss und so weiter. Die meisten Russen haben natürlich überhaupt nichts damit zu tun. So wie auch damals im Dritten Reich eben nicht alle hinter Adolf Hitler stand. Ich kann mich erinnern, dass er nur, also nicht, dass ich da gelebt habe, aber das kann man ja nachlesen. Der höchste Anteil in Deutschland der Partei von Adolf Hitler war knapp über 30%. Und ich weiß nicht, wie viel echte Putin-Sympathisanten und Wähler es wirklich in dem russischen Staat gibt. Ich weiß es nicht. Aber sicherlich nicht so, dass sie nun alle diesen Krieg unterstützen. Im Gegenteil. Ich glaube, diesen Krieg will gar keiner. Vielleicht noch nicht einmal Putin selbst. Es ist aber, wie es ist. Und wir müssen damit leben und müssen irgendwie in irgendeiner Art diesen Krieg doch beenden können. Die Frage ist jetzt, wie? Also, wir haben die Russen praktisch an die Wand gedrückt. Wir sind nicht wir Menschen, die wir nachdenken und friedlich sind, sondern die NATO. Durch Erweiterung und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich immer die Gutmenschen, die sagen, das ist doch super, dass wir das machen und das ist doch gar nicht schlimm. Und das Problem ist, es geht ja nicht um uns, es geht ja auch mal um andere. Also diesen anderen
denen hat es missfallen und wir hätten ein bisschen Rücksicht darauf nehmen müssen. Interessanterweise ist vor gar nicht zu langer Zeit ein acht Jahre auf YouTube erhältliches Video verschwunden, wo die Frau Nuland damals, und das ist anerkanntermaßen ein echter Videobeweis gewesen, wo sie unter anderem ja auch, das ist bekannt geworden, fuck the EU gesagt hat. Ja. Und das wurde damals durch die Presse getragen, aber es wurde nicht durch die Presse getragen, dass damals eben schon vor der Revolution, vor dem Maidan in der Ukraine, da besprochen wurde, wen man gerne in der Regierung hätte und wen eben nicht. Das heißt, es war ein klarer Beweis, dass die Amerikaner ihre Finger da drin hatten. Also die Amerikaner bemühen sich seit vielen Jahren, dort eben für ihre Interessen die richtige Regierung zu finden. Das haben sie dann geschafft und seitdem wird immer wieder gepusht und gemacht und immer wieder ein bisschen nachgerückt und ein bisschen noch mehr provoziert und ein bisschen mehr Druck gemacht, auch auf die russisch freundlichen Teile der Bevölkerung in der Ukraine, vor allem eben im Osten. Und diese Menschen sind ja seit Jahren beschossen worden. Das war ja Bürgerkrieg. Ja, die sind ja beschossen worden. Und gerade Anfang des Jahres wurden eben extreme Maßnahmen gegen diese Teile der Bevölkerung ausgeführt. Die Russen wurden also provoziert. Wer das nicht glaubt, sollte es vielleicht einmal nachlesen. Nachdem das also jetzt passiert ist, dass der Russe erstmal seine Truppen aufgebaut hat an der Grenze, dann gesagt hat, bitte lass uns darüber reden, lass uns verhandeln, ansonsten muss ich da etwas militärisch machen, hat er es irgendwann genau das gemacht, was er machen wollte. Er hat inzwischen auch, was ja auch angeblich nicht wahr war, in Mariupol dieses Stahlwerk dann eingenommen und da waren ja nicht 100 oder 200 Freiheitskämpfer der Ukraine drin, sondern waren ja plötzlich 2400 von diesem Azov-Regiment waren ja da plötzlich am Start. Und da kann man doch nur sagen, wer erzählt uns da denn die Wahrheit und wer erzählt uns da nicht die Wahrheit? Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Russen fokussieren jetzt auf die Teile, wo sie gesagt haben, dass sie sich darauf fokussieren. Heißt, sie wollen ihre Krim behalten. Ich sage ihre, weil sie ewig lang russisch war und jetzt seit eben ein paar Jahren wieder russisch ist, weil sie es ja wieder zurückgenommen haben, nachdem dieser Pachtvertrag, dieser langjährige, aufgekündigt worden ist, auf Druck der Amerikaner. Zelensky auf der Seite der Ukraine, ich meine, es mag ja alles gut und schön sein, aber er sitzt ja in sicherem Bereich und isst seine Lachsschnittchen und er sitzt also da und möchte im Grunde verhandeln. Er hat auch letztens wieder gesagt, was Vernünftiges, er würde sich gerne mit den Russen eben an einen Tisch setzen und so weiter und so fort. Die Amerikaner und die Engländer allerdings sagen nein. Ja, da kommen dann so Vergleiche wie, man verhandelt nicht mit jemandem. Das wäre wie, wenn ein Krokodil dein linkes Bein in seinem Maul hätte, mit dem verhandelst du ja auch nicht und bla bla bla. Die Wahrheit ist, wenn ich das nicht tue, bedeutet das Krieg. Aber wir vermeiden ja, Gott sei Dank, jegliche Kriegserklärung. Wir machen es ja verdeckt. Wir tun ja so, als wäre es gar nicht schlimm, die Ukraine einfach mit Waffen auszustatten. Wer das mal vergleichen möchte, die Amerikaner haben seit Ende Februar, also seitdem der Krieg dort begonnen hat, die Ukraine unterstützt mit 60 Milliarden Dollar. In den heutigen Zeiten hört sich das nicht viel an, ist aber mehr als 50% des Sozialprodukts der Ukraine. Ja, nicht in der Zeit, sondern für ein Jahr. Mit den massiven Mitteln unterstützen wir die und versuchen überall jetzt, weil sie ja so am Gewinnen sind,
Klammer auf, sie sind es gar nicht, versuchen wir, die jetzt sogar mit, in Anführungsstrichen, Angriffswaffen auszustatten. Es gibt ein Mitglied der ukrainischen Regierung, der sich hingestellt hat und hat gesagt, dass es Pläne gibt, der USA die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Jetzt fragt man sich, wie soll das denn gehen? Na klar, wir wissen ja schon, wie es gehen soll. Also, die Ukraine bekommt diese Harpoon-Raketen. Diese Harpoon-Raketen gehen bis zu 300 Meilen. Und damit können sie natürlich diese Schiffe wie Enten auf der Stange, können sie alle abschießen. So die Theorie. Sie bekommen von den Dänen, die natürlich auch keine Kriegspartei sind, ja, kriegen sie diese Abschussrampe. Und weil ohne Abschussrampe geht es nicht. Und dann könnten sie diese Schiffe eben, wie gesagt, angreifen. Es gibt logischerweise niemanden in der Ukraine, der an diesem Waffensystem ausgebildet ist. Also werden das, so wie schon häufig, freundliche amerikanisch sprechende Menschen sein, die einfach eine ukrainische Uniform angezogen bekommen. Und dann kann also die Ukraine diese Schiffe abschießen. Wer jetzt allerdings glaubt, dass Putin sich hinstellt und dann sagt, oh, das habt ihr aber gut gemacht und wir machen nichts dagegen, der muss wohl irgendwie mal als Kind zu heiß gebadet worden sein. Wir nähern uns also, und das Perverse ist, ich erzähle es gleich, aber erstmal diesen Satz zu Ende führen. Also, es geht darum, dass wir auf einen Krieg zusteuern, und zwar auf einen echten, mit grüner Regierung, mit Leuten, die immer gesagt haben, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete. Diese Leute sind jetzt stolz darauf, dass sie in diesem Fall mit der ukrainischen Flagge auf der Backe Waffen in Kriegsgebiete liefern. Und werden sich dann wundern, wenn irgendwie dann Särge nach Hause geflogen werden mit deutschen Flaggen drauf. Das werden wir wohl sehen. Also, das Perverse ist Folgendes. Wie gesagt, ich kenne hier Ukrainer, die gehen jetzt wieder zurück in die Ukraine, weil sie verstanden haben, dass dort, wo sie leben, Kiew und eben westlich davon, keine Gefahr droht, weil die Russen wirklich das machen, was sie sagen. Und wir bekommen also, und ihr könnt es auch durch Webcams, ihr könnt ja Webcams anschauen, also in Kiew ist das Leben ganz normal. Gucci, Prada, alles ist geöffnet, sitzen draußen in Cafés und machen da Halligalli. Und ich glaube, dieses Wochenende ist sogar eine, wahrscheinlich wird die nicht groß gefeiert, aber er hat Kiew Geburtstag. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einige Missinformationen und wir müssen versuchen zu verstehen, was dort passiert. Weil wir werden im Grunde von der Presse, wie in so vielen anderen Bereichen auch, vom Grund, also auf Strich und Faden verarscht. Ja. Und wir sollten eben aufpassen, dass wir nicht denken, oh, ist ja alles gut und so weiter und so fort, sondern wir sollten versuchen, weil noch sind wir ja in einer Demokratie, wir sollten versuchen, dort Veränderungen vorzunehmen, indem wir zum Beispiel unseren Bundestagsabgeordneten anschreiben oder sonstiges machen. Oder vielleicht irgendwann mal bei einer Wahl mal was anderes wählen. Nicht wie letztens, als ich das Ergebnis anschaute und gedacht habe, es muss ja alles gut laufen, wenn die Zulauf haben, diese Parteien. Ja, also, was ist eigentlich das Ziel der Amerikaner in der Ukraine? Was ist das Ziel des Westens mit den ganzen Sanktionen? Denn die Auswirkungen der Sanktionen sind, die Russen haben Rekordumsätze. 80% der Erde machen dabei nicht mit. Das heißt, die kaufen von den Russen stark verbilligtes Öl und Gas. Was machen wir? Wir zahlen angeblich, obwohl wir es nicht abnehmen, weil wir wollen es ja nicht abnehmen. Und auch da gibt es jetzt eine Situation, wo wir alle einvernehmlich, alle EU-Staaten einvernehmlich, entscheiden müssen. Und zwar
nehmen wir Öl, nehmen wir Gas von den Russen, ja oder nein? Und jetzt kommt das Interessante. Wir hebeln, weil wir so cool sind, wir hebeln alle diese Dinge immer so, wie es passt, jetzt aus. Wir überlegen, jetzt den Ungarn zu erlauben, weiterhin russisches Öl zu nehmen. Aber wir anderen, ich glaube, es sind 27 Staaten, wir sagen, wir nehmen keins. Damit sind wir 27 einstimmig, nur die Ungarn sind eben mit einer Sondererlaubnis draußen. Das ist doch albern. Das heißt doch, auch in anderen Bereichen wird es dazu kommen, dass es eben immer mehr, das, was überhaupt nicht gewollt war von der EU, es wird immer mehr Mehrheiten gebildet und immer mehr Entscheidungen getroffen, wo wir Deutschen auch überrollt werden demnächst. Zum Beispiel, wenn es darum geht, jetzt endlich mal EU-Bonds aufzulegen. Das heißt, die Schulden auf alle Schultern zu verteilen. Klammer auf, der deutsche Michel kann am meisten tragen, der kriegt am meisten aufgebürdet. Deswegen sind wir in Deutschland auch vom Vermögen her diejenigen, die am wenigsten haben in der EU, falls das keiner weiß. Wir sind auch die mit der niedrigsten Hausbesitzquote. Ja? Deswegen können wir auch am meisten zahlen, ihr versteht es schon. Deswegen haben wir die meisten Steuern, haben die höchsten Energiepreise. Das macht alles ziemlich viel Sinn. Ja, also, was steht denn jetzt an? Es steht an, dass die Amerikaner bisher noch erlaubt haben, dass die Russen Verpflichtungen begleichen können, zum Beispiel den Dollar, zum Beispiel den Rubel, zum Beispiel wenn sie Bonds bezahlen wollten und konnten, weil sie ja genug Geld haben. Und da gab es eine Sondergenehmigung. Und diese Sondergenehmigung ist jetzt letzten Mittwoch ausgelaufen. Sie wollen also die Russen, obwohl die Geld haben, obwohl die die Verpflichtung bezahlen könnten, wollen sie jetzt nicht mehr als Teilnehmer haben des Geldverkehrs und wollen das total sperren. Das würde darauf hinauslaufen, dass Russland rein technisch zahlungsunfähig wird, weil wenn sie nicht mehr zahlen dürfen, können sie nicht zahlen, dann sind sie zahlungsunfähig und sind bankrott, was sie natürlich nicht sind und gegenüber anderen Staaten auch nicht sein werden, weil die ja weiterhin mit ihnen Deals machen. Und die Russen haben jetzt überlegt, wie sie das machen können, haben ja schon Zahlungssysteme mit China und so weiter und so fort, auch mit anderen Staaten im Osten, auch mit Indien. Gibt es schon Zahlungsströme, die mit dem Dollar nichts mehr zu tun haben. Und die werden jetzt aus dem Spiel genommen mit dem Westen. Das bedeutet, dass einige Firmen im Westen jetzt pleite gehen werden, weil sie keine Zahlung mehr bekommen. Einige Privatanleger werden Geld verlieren, weil sie keine Zahlung mehr bekommen, weil ihre Bonds wertlos werden. Und alles nur, um Flagge zu zeigen. Denn im Endeffekt kaufen wir ja trotzdem das Gas. Ich glaube, es sind 34 Firmen aus Europa, aus, ich glaube, 20 Ländern in Europa. Ich meine, ich habe gerade gesagt, es gibt 20 Länder haben also Vereinbarungen getroffen, über die Gazprombank weiterhin Gas aus Russland zu beziehen, weil es gar nicht anders geht. Wer sich aber jetzt darüber aufregt, dass seine Rechnung teurer geworden ist, sollte sich mal überlegen, warum das so ist. Das ist nämlich nicht deswegen, weil es echte Lieferengpässe gibt, sondern weil wir die hausgemacht haben. Das bedeutet, da hat sich jemand hingestellt, nämlich die USA, und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du diese Pipeline aufmachst. Ich möchte das, ich möchte kein Nord Stream 2. Da waren die jahrelang dagegen. Die ganze Zeit dagegen. Wir haben es trotzdem gemacht, die Leitung ist ja fertig. Wir haben sie nicht in Betrieb genommen, weil ja die Russen so böse Menschen sind. So, und jetzt schießen wir nur uns selbst ins Knie, weil wir ja trotzdem über die alten Wege russisches Gas beziehen müssen, weil es gar keinen Ersatz gibt und wir es nur nicht abnehmen wollen. Also wir versuchen, so wenig wie möglich dort zu kaufen. Und damit erhöhen wir die Preise
von anderen Anbietern, die nicht so viel produzieren können, um das auszugleichen. Das heißt, die Russen verkaufen ihr Gas und Öl billiger als der Weltmarktpreis an andere, die es nehmen. Und wir kaufen es teurer als der Weltmarktpreis, weil wir uns das erlauben können, weil wir so empört sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir tun den Russen einen Gefallen, die haben Rekordumsätze. Und wir schneiden uns in Fleisch, weil der normale Mensch, du und ich, höhere Preise bezahlen muss. Ich bin sicher, auch du machst das doch gerne, oder? Und ich weiß nicht, wohin das noch führen soll, denn in dem Augenblick, in dem jetzt wirklich verboten wird, vielleicht auch diese, mit der Gazprombank ist ja auch ein Witz, dass die ausgenommen sind von den Sanktionen. Also nehmen wir mal an, das würde jetzt noch inkludiert, würde das bedeuten, es gibt da Berechnungen, dass der Ölpreis sich nochmal verdoppelt oder verdreifacht. Dann kostet dann eben das Benzin irgendwann vielleicht 5 Euro. Ja? Oder deine Elektrizitätsrechnung kostet eben nicht mehr im Monat 400 Euro, sondern vielleicht 1200 Euro. Da hast du doch Bock drauf, weil wir kaufen nichts von Russen. Ja, das machen wir nicht, ist nicht gut. Ja, wir können uns das leisten, wir sind so aufgeweckt und moralinsauer und dann kaufen wir einfach nicht von diesen bösen Menschen. Das machen wir nicht. Anstatt die zu schädigen, uns billig von denen zu kaufen, kaufen wir es lieber von anderen teurer, weil das eben so klasse ist. Auf der anderen Seite riskieren wir einen Krieg, ja, mit der, ja, je nach Berechnung, größten oder zweitgrößten Atommacht der Erde und freuen uns darüber. Ja. Wir schneiden uns also ins Fleisch. Wir haben lieber keine Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auf unserem Kontinent sitzt, und arbeiten lieber mit jemandem zusammen, der nicht auf unserem Kontinent sitzt und uns aber laufend Ärger macht. Wer nicht glaubt, dass wir laufend Ärger mit den Amerikanern haben, schaue doch mal unsere Firmen an. Mit wem hatte denn VW Ärger? Oh, Amerika. Mhm. Wo hatte denn die Deutsche Bank Ärger? Oh, Amerika. Wo hatte denn, oder wo hat noch Bayer Ärger? Oh, Amerika. Merkt ihr das? Und ganz ehrlich, ich habe überhaupt nichts gegen die Amerikaner. Ja, es ist nur so, wenn man ein bisschen den Kopf einschaltet, müsste man doch sehen, dass das Politik ist. Aber das sieht man ja bei anderen Dingen auch nicht. Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen aufhellen konnte. Und weiß nicht, vielleicht sollten wir anfangen zu beten, dass es keinen Krieg gibt. Oder dass irgendjemandem in der deutschen Politik vielleicht doch ein bisschen Gehirn in sein Fach fällt. Weil irgendwie die im Moment dran sind, merken gar nichts. Natürlich, wir hatten ja gerade Davos. Natürlich sind sie immer noch am Reset basteln. Und natürlich spielt das doch eine super Möglichkeit ihnen in die Hände, da weiter an umweltfreundlicher Energie zu arbeiten. Dass allerdings die Umweltfreundlichkeit durch diese Schiffe, die wir jetzt brauchen, um das Gas aus anderen Quellen zu bekommen, vollkommen ad absurdum geführt wird, darüber denkt ja keiner nach. Und es ist bestimmt auch total umweltfreundlich, diese ganzen Waffen zu benutzen. Aber gut, wer bin denn ich, dass ich über solche Dinge nachdenke? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke.